Das Interessante ist, dass ich nie das Gefühl habe, dass ich selbst sortiere, sondern dass ich immer das Gefühl habe, die Dinge sortieren sich irgendwann von selbst. Also ich bin nicht derjenige, der Ordnung schafft, sondern ich muss nur Geduld haben, bis die Ordnung von selbst entsteht. Ich bin vor allem in meinen Filmen ein wahnsinniger Symmetrieliebhaber. Und es bringt mich jetzt auch schon um, dass die Wand hinter mir nicht symmetrisch ist, dass dieser Balken da ist und dann da auf der Seite. Das größte Chaos, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, ist das Chaos in meinem Kopf. Ich glaube, heute hat man ganz oft das Gefühl, dass die Strukturen, in denen wir leben, dass die nicht wirklich veränderbar sind. Und was wir mit Chaosmos versuchen, ist, dass die Zuschauer selbst merken, wie man eingreifen kann, wie leicht Ordnung in Unordnung übergeht und auch wieder zurück und dass sie es selbst in der Hand haben. Die Frage ist, wie kann man dieses Chaos so strukturieren, dass es verständlich wird für mein Gegenüber, das mir ja sehr wichtig ist, nämlich mein Publikum. So, ne? Ganz wichtig dabei ist halt auch ein interaktiver Moment, dass unsere Zuschauer selbst in das Geschehen mit eingreifen können und auch das Maß der Ordnung selbst festlegen können oder eben auch, wenn sie wollen, Chaos stiften können. Das heißt, diese Frage nach Ordnung und Chaos, nach Kontrolle und Kontrollverlust, ist ein ganz wesentlicher Aspekt dessen, was mich als Musiker interessiert, weil ich komme aus einer klassischen Tradition, in der wir nur eine einzige Sache feiern, nämlich die Perfektion. Wenn wir klassische Musik, so wie sie heute praktiziert wird, betrachten, dann ist es eine hochgradig athletische Kunst, die die Spitzenleistung, die Fähigkeit zur Überwindung unserer menschlichen Grenzen repräsentiert. Und die Frage ist aber, ist das wirklich ein vollständiges Bild oder müssen wir neben dieser Fähigkeit zu kontrollieren und zu performen auch die Fähigkeit entwickeln, zu sein, fließen zu lassen, zu staunen, zu explodieren, zu trauern und am Schluss vielleicht auch zur Stille zu finden?